So eine Energie heute. Viel Haushalt gemacht, gerade Brot und Baguettes gemacht. Sehr geil. Ja, aber es war gut. Es war sehr, sehr gut. Wobei ich muss sagen, ich habe heute auch ein bisschen mehr Energie als die letzten Tage. Muss ich tatsächlich auch sagen. War auch schon wieder fleißig am Kisten packen. Zwei stehen da, eine so hinter mir. Und ja, ich habe es zumindest aus dem Bett geschafft, frühzeitig mal. Yay, ich habe Ursula auf 10. Ich mache effektiv gar nichts. Ist auch produktiv in irgendeinem Sinne. Danke, Fischlein. Juhu, ich hab's auf 10. Hier geblieben, junge Frau. Da wir uns gerade anfreunden, erzähle ich dir ein kleines Geheimnis. Aber bevor ich das tue, hilfst du mir noch bei einer letzten Sache, ja? Wie aktiv erholen. Genau. Nun, ich suche nach einem sehr mächtigen Gegenstand. Als mein kleines Experiment, dem Tal die Macht zu entziehen, fehlschlug, erfuhr ich, dass im vergessenen Land eine dunkle und mächtige Macht lauert. Bin nicht sicher, ob ich das machen sollte. Aber das Beste hast du noch gar nicht gehört. Du bekommst eine Gegenleistung. Ich habe genau, was du brauchst. Erzähl mir nicht, du würdest nicht alles tun, um Prinz Erik zu retten. Das kleine Prinzchen hat mich angefleht, die Erinnerung seiner geliebten Ariel zu retten, als das Vergessen kam. Natürlich tat ich dies, für einen Preis. Ich habe Ariel aus dem Tal geschickt, damit das Vergessen ihr nichts anhaben kann. Jetzt ist er zu Gast in meinem kleinen Garten. Eine arme Seele in Not. Mein Gott, und ich habe einen Ohrwurm. Ariel wird nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Ist das nicht ein Spaß? Ursula geht echt davon aus, dass wir ihr nicht erzählen, was sie mit Erik gemacht hat. Also ich meine, wenn sie so schon von sich sagt, so, er wird es nie mehr erfahren. Ja, doch, irgendwie ja schon. Mach das, Luna. Lass es dich schmecken. Erik, das sind doch alte Kamellen für mich. Lass uns weitermachen. Ah, ja, komm, mach mal. Sei nicht unhöflich, Schätzchen. Du willst doch nicht, dass ich schlechte Laune bekomme. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, weiterzuziehen. Neues Dorf, neue Aussichten. Gut. Natürlich wäre ich bereit, ihn für das, was ich will, einzutauschen. Ich muss einmal noch mal kurz. Oh Gott. Jetzt weiß ich nämlich, warum es so kalt ist. Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Bescholle jetzt mal die ganze Nachbarschaft. Nachbarschaft beschallen kann ich gut. Bin ich Meisterin drin. Eine gute Tat kann sich lohnen. Wer mag schon keine Belohnungen? Darüber hinaus wirst du alles für alle eine Heldin sein. Also, ich brauche Folgendes. Geh ins vergessene Land und sieh dich um. Dort gibt es Ruinen, die mit dieser Quelle der Macht verbunden sind. Bring mir das, was auch immer du findest. Danke sehr, Herzchen. Und jetzt hinfort mit dir. Ja, hinfort mit mir. Ska, perfekt, dich suche ich. Dich suche ich, mein Boy. Wurde aber auch Zeit. Lass uns abhängen. Welches Level hast du eigentlich, mein lieber Scar? Level 9! Ich verbringe eindeutig zu viel Zeit in diesem Spiel. Vor allem, es ist jetzt nur noch Scar, Ariel und dann halt Erik auf 10. Und dann habe ich endlich alle auf 10. Dann muss ich nur noch die einzelnen Quests machen. Und die halten sich tatsächlich gerade sehr im Grenzen. Da. So, Ska, mit dir muss ich nämlich Steinchen abbauen. Im ganz einfachen Grund, brauche Mineralien.
kannst du mir zwar leider nicht doppelt geben, weil es nicht zählt. Aber ich krieg durch dich schneller welche. Zählt ja, glaube ich, nicht, ne? Warte. 9. Ne. Tatsächlich zählt es leider nicht. Hätte ja sein können. So. Die Arme auch gleich gucken. Habe ich noch irgendwo Kürbissamen? Hier nicht. Da auch nicht. Brauche nämlich noch Kürbissamen. Könnten zwei drin sein. Ne? Da. Da sind meine Kürbissamen. Scheint jetzt wieder, ja. Natürlich. So. Nee, ich will ja. Einmal. Zweimal für die Vögel. Und jetzt noch mal ein paar Mal für mich. Weil ich muss ja irgendwann mal mit dem Hering anstellen. Ich habe so viel Hering. Kann ich jetzt ein bisschen verwenden hier. So. Wenn ich dann nämlich das andere mache. Kleintiere. Geholt wechselt sich das aber scheinbar nicht mehr. So, dann nehme ich hier hin. Ich will einmal das hier machen.
Kann ich nämlich auch gleich die Vögelchen füttern? Mein Gott, da ist noch eine Nachtdorne. Mein Gott, es fehlt halt nur noch eine. Das ist jetzt noch mieser. Na, ich kann gleich einmal in der Mine nachgucken. Habe ich in der Mine noch welche finde? Drei Jahre später. So, und 17 Plätze habe ich noch. Sehr schön. Passt hier locker rein. Ernähren. Aber der Weiße. Und du einmal auch. Das ist halt echt cool. Okay. Das ist jetzt... Ja. Gut, aber leider auch nicht keins von denen, die... jetzt hier aber... Wenn 18 bis 12 Uhr, also nachher, irgendwann heute Abend. Also die Raben habe ich jetzt auch. Krokus habe ich. Bei den Vögeln muss ich gleich mal gucken und die Füchse brauche ich. So, hier haben wir noch eine letzte Nachtdorne. Vielleicht gibt es hier ja doch noch irgendwo eine. Ich glaube zwar nicht. Ich werde jetzt gleich nochmal in der Mine gucken. Vielleicht ist da ja einer. Ich meine, wir bräuchten nur eine. Die haben sich hier aber, glaube ich, auch alle weggemacht.
Aber es sieht nicht danach aus, dass ich hier irgendwas hab stehen lassen. Schade. Das wäre halt echt die letzte, die ich bräuchte. Ja, echt schade. Hätte ich da drin mal noch einen stehen lassen. Die brauche ich. Die brauche ich. Dahinter ist leider auch nichts. Auch nicht. Okay. Gut, dann muss ich aber dennoch einmal hier ins Zurück, weil ich gießen muss. Sonst kommen da keine Kürbisse. Gucke ich gleich mal nach, was die einzelnen Vögel noch mal wollten. Kolibris. Wobei ich da eigentlich auch bald mal einkriegen müsste. Na gut. So, welche sind denn heute da? Das hier. Der goldene Nektarvogel ist da. Dann Hütern. Sonnenblume. Der will die Sonnenblume haben. Welcher ist noch da? Der Smaragdfarbene ist noch da. Okay. Sonnenblume und Passionslilie. Sonnenblume und Passionslilie. Sonnenblume und Passionslilie. Jetzt muss ich sie nur erstmal finden. Da ist die Passionslilie. Nee, das ist einfach nur eine grüne Passionslilie. Tut sie auch? Ja, ne? Sonst gibt's ja keine. Also. Die nur.
Okay, es ist nicht explizit benannt, welche. Also doch, grüne Passionslilie. Ist auf jeden Fall richtig. Und die Sonnenblume. Jetzt wieder zur sonnigen Ebene. Und jetzt erstmal gucken, wo. Wo sind unsere Vöglein? Der Grüne ist auf jeden Fall auf der Seite. Der andere ist hier. War das jetzt richtig? Nein, ich habe es einmal umgekehrt gemacht. Oh Gott. Na gut, aber er mochte es trotzdem. Er mochte es trotzdem. Dann gucke ich jetzt einmal explizit gleich nochmal nach. Nicht, dass es wieder falsch ist. Ich meine, der müsste jetzt definitiv die Passionslinie kriegen. Das ist der Grüne. Der Grüne kriegt die grüne Passionslinie. Gut, dass ich sie zweimal hatte. Den habe ich aber eigentlich auch schon so oft gefüttert. Frag mich, wenn der mal bei mir im Dingens landet. Das ist schön. Immer noch nicht. Ich frag mich echt, wie lange man die füttern muss. Frage ich mich echt. Okay, der Fuchs mag zum Beispiel weißer Stör und mag Lachs. Okay. Okay. Steht aber leider auch nicht, wie lange man sowas machen muss. Ist wahrscheinlich bei den Vögeln mehr als zweimal. Ich glaube, das wäre so zu einfach. Da gibt es auf jeden Fall Steinchen. Reihen abbauen, ne? Das, worauf ich gerade so am wenigsten Lust habe.
Na gut, was soll man machen? Da ist mittlerweile alles fertig. Okay. Heringe. Wo ist denn Gothe hier gerade? Gothe ist gerade auf dem Hauptplatz. Alles klar. Mutter Gothe. Oder vielleicht ist er auch nicht hier. Na, vielleicht im Geschäft. Ja. Im Geschäft. Dann machen wir jetzt mal kurz ihren Auftrag. Da ist sie. Servus. Oh, hallo, Schatz. Sieh, was du erreicht hast. Deine Vorliebe für Gartenarbeit ist endlich für etwas nützlich. Das heißt, vorher war es nicht so. Ich ziehe ihn nur auf. Ich bin mir sicher, dass viele Leute von deinen gärtnerischen Fähigkeiten beeindruckt sind. Während du weg warst, habe ich das Mittagsfragment wiederhergestellt. Es war eine mühsame Arbeit. Das ist in der Mittagssonne auf der Fensterbank liegen zu... Okay. Nachdem die Fragmente zusammen sind, ist es an der Zeit, den Zauber zu versuchen. Wieder vereinte Fragmente, leuchtet sichtbar für alle. Ruft die Sonnenmeteoroiden, lass sie zu mir kommen. Meine mühsame Arbeit hat sich gelohnt. Es gibt nun viele Sonnenmeteoriten zusammen. Die meisten von ihnen sind im vergessenen Land heruntergekommen. Beeile dich, sammle sie schnell ein. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Okay. So. Ich will natürlich erstmal ihre Quest fertig machen. Ariel dauert halt echt noch. Wobei, könnte ich heute auch schaffen. Oh mein Gott, das ist ein Glänzner. Huch. Nee. Die sehen immer nur so riesig aus. Dabei sind sie es gar nicht. Ja. Nur die Kleinen. Das ist für Ursula. Das sieht nicht nach, ne? So. Jetzt wieder zu Mutter Gothe. Die wahrscheinlich immer noch da drin hockt. Okay. Wollen nämlich aber da hinten den einen Stein mit? Wir brauchen ja jede Mineralien, die wir kriegen können. Jedes Mineral. So. Mutter Gothe. Also. Oh, Scheiße. Hier sind die Fragmente. Mhm.
Ich habe aus Versehen weitergeklickt. Verschmeiß die Fragmente um das Herz eines der Sonnenmeteoriten herum, um sie zusammenzufügen. Benutze deine Werkbank. Sobald der Sonnenstein wieder ganz ist, bring ihn zu mir. Ich muss aber noch eine tägliche Diskussion mit dir führen. So. Kann ich das nämlich morgen auch beenden? Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Nur falls du daran gezweifelt hast. Okay. Hallo. Der Sonnenstein. Endlich. Ich kann seine Wirkung bereits spüren. Ich werde für immer jung und schön bleiben. Ich denke, die Jugend liegt im Auge des Betrachters. Oh, sei nicht so negativ, wenn du über dich selbst sprichst. Meine Jugend zu bewahren ist nur ein Bruchteil der Macht des Sonnensteins. Wenn ich ihn in die große Weite lege, wird uns alle erfreuen. Ich bin froh, dass ich mir von dir helfen ließ, die Schriftrolle von diesem Tätergeist Dagobert zu besorgen. Die mystische Grotte zu gehen und die Fragmente zu finden. Dafür, dass du so gut in Besorgung von Dingen bist, möchte ich dir etwas schenken. Weißt du, wirst es lieben. Und nein, nein, ich will auch keine Gegenleistung von dir, obwohl du mir sicher etwas geben willst. Juhu, wir haben hier einen Spiegel. Werde jetzt in den Strahlen des Sonnensteins baden. Du solltest es dir auch überlegen. Du siehst völlig erschöpft aus. Das war nur ein Scherz, meine Liebe. Ciao, ciao. So, ihre Quest ist erledigt.